Danke, Frau Vorsitzende, Frau Minister, Kollegen im Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren vor den Bildschirmen. Ja, Frau Kollegin Gerenitsch, wie Sie das jetzt angesprochen haben mit der Kronenzeitung, da ist ein bisschen nervös geworden da im Sektor von der ÖVP. Es haben dann gleich alle angefangen zum Googlen. Ich glaube, die einen oder anderen Artikel inzwischen wurden dazu gefunden. Ja, bei dieser Änderung der Strafprozessordnung geht es um die Kronzeugenregelung. Es wurde im Großen und Ganzen von meinen beiden Vorrednerinnen alles ausgeführt. Die meisten kennen das wahrscheinlich aus diversen Filmen oder auch aus Serien. Und man sagt eben als Kronzeuge gegen kriminelle Strukturen, zum Beispiel gegen das organisierte Verbrechen aus und genießt dadurch einen gewissen Vorteil, beziehungsweise wenn es notwendig ist, auch einen staatlichen Schutz. Und Österreich ist dabei in der Vergangenheit, das liegt jetzt nicht an dieser Novelle, aber in der Vergangenheit bereits einen etwas eigenwilligen Weg gegangen, was es, und genau so muss man es formulieren, eigentlich erschwert, Kronzeugen zu finden. Das ist schade. Und wie wichtig Kronzeugen sind, ja, das können wir ganz aktuell, im Besonderen seit den Machenschaften eben rund um die vermeintlich türkis-schwarze Korruption sehen. Das ist ja auch quasi jetzt inzwischen mit dem, was jetzt bekannt worden ist, schon ein bisschen Richtung organisiertes Verbrechen geht. Und auch hier, wie so oft, sehe ich das jetzt als verpasste Chance. Man hätte da ein bisschen mehr vereinfachen können und eine tatsächliche Verbesserung auch schaffen können. Trotzdem werden wir heute dieser Verlängerung der Kronzeugenregelung natürlich zustimmen, allein schon vor dem Hintergrund der Korruptionsvorwürfe gegen die ÖVP.